Herzlich willkommen zu unserem Marktblitz in dieser Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Starten wir zunächst mit einem Blick auf die Strompreisentwicklung bei den Kalenderjahrprodukten für Baseload. Wir sehen, dass die Kontrakte sich von ihren Hochs zuletzt etwas nach unten bewegt haben. Also insgesamt Wertverluste von 1 bis 2 Euro waren zu beobachten. Die Gründe hierfür: zum einen der Kohlemarkt. Auch hier sehen wir, dass die Jahreskontrakte für 2018, 19 und 20 insgesamt mehrere Euros von ihren Hoch verloren haben. Wir hatten ja die Probleme auf der Angebots- und der Nachfrageseite in den letzten Monaten, vor allen Dingen im asiatischen Raum. Hier ist zu beobachten, dass sich insgesamt die Situation etwas entspannt, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch Störungen auf der Angebotsseite und auch bei der Nachfrage teilweise sehen wir halt, dass die sehr robust ist. Und deshalb gehen wir davon aus, dass zwar einerseits der Preisrückgang sich auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten fortsetzen wird, aber er wird voraussichtlich doch eher etwas zäh und langsam verlaufen. Aber insgesamt dürfte die Preisentwicklung in der mittleren Frist und auch vielleicht in den nächsten Tagen dann doch nach unten gerichtet sein. Was stützend auf die Jahreskontrakte beim Strom wirkt, das ist das kurze Ende am Terminmarkt. Wir sehen hier die Monatsprodukte für Dezember, für den Februar und für den Januar. Und hier sehen wir auch gerade beim Dezember zuletzt doch einen Anstieg von roundabout 37 Euro auf 39,5 etwa, also 2,5 Euro Wertzuwachs. Das ist darauf zurückzuführen, zum einen, dass die Wetterprognosen darauf hindeuten, dass die Spotpreise, die sich ja letztendlich dann auch hier irgendwo niederschlagen, in der nächsten Zeit eher hoch ausfallen. Wir erwarten eher kühle Temperaturen in dieser und auch in der nächsten Woche. Und auch die Einspeisung gerade von der Windkraft wird in der nächsten Zeit eher etwas unterdurchschnittlich ausfallen. Das stützt zum einen also diese Monatsprodukte und dann haben wir nach wie vor die Probleme bei den französischen Atommeilern. Da kommt zwar mittlerweile die eine oder andere Anlage wieder zurück ans Netz, aber es gibt nach wie vor Verschiebungen und auch Verlängerungen von Auszeiten und das belastet halt schon insgesamt den Strommarkt. Also das ist ein Faktor, der im Moment das lange Ende am Strommarkt stützt. Wir müssen mal abwarten, wie jetzt auch die Wetterprognosen dann für den weiteren Verlauf im Dezember ausfallen und auch wie die Nachrichtenlage aus Frankreich ausfällt. Von großen Rücksetzern gehen wir hier nicht aus. Ob es noch mal weiter ansteigt, würden wir an der Stelle einmal offen lassen. Neutral auf die Jahreskontrakte beim Strom wirken die Emissionsrechte. Wie schon im letzten Marktblitz angesprochen, gab es Reformbeschlüsse auf EU-Ebene. Die dürften insgesamt langfristig eher preissteigernd wirken. In der kürzeren Frist allerdings haben wir gesehen, dass die Notierungen weiter seitwärts sich bewegen im Bereich grob zwischen gut 7 Euro und oben hin nach 8 Euro. Hier erwarten wir auch in der kurzen Frist, dass sich nicht allzu viel tun wird. Also insgesamt eine volatilere Seitwärtsbewegung auch in den nächsten ein, zwei Wochen. Was bei den Jahreskontrakten neben dem, was ich eben sagte, hinzukam, bei den Jahren 2019 und 20, also bei den blau gefärbten Linien, war das Ende der Sondierungsgespräche am vorletzten Wochenende. Die Grünen hatten ja diesen Kohleausstieg gefordert in größerem Ausmaß und nachdem also die Gespräche jetzt geplatzt sind, ist das Thema etwas in den Hintergrund geraten, denn die Jahreskontrakte hatten hier so gerade im Oktober hinein von dem Beginn dieser Sondierungsgespräche profitiert. Wenn man davon ausgeht, dass also ab 2020 oder bis 2020 schon eine große Anzahl von Kohlekraftwerken den Markt verlässt, dann heißt es natürlich, dass insgesamt das Preisniveau steigt. Und deshalb waren also hier dieser Anstieg zu beobachten. Und nach dem Ende der Gespräche jetzt gab es hier Beginn letzte Woche am Montag doch etwas deutlichere Rücksetzer. Da müssen wir mal abwarten, was sich da in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten tut auf der politischen Bühne in Berlin. Das ist im Moment nicht so einfach abzuschätzen. Aber wir gehen insgesamt davon aus, dass die Jahreskontrakte noch ein bisschen Luft nach unten haben in der nächsten Zeit. Größere Preissteigerungen erwarten wir nicht. Also höchstens, dass sie noch ein bisschen seitwärts verlaufen, aber insgesamt sehen wir da auch noch ein bisschen Luft nach unten. Dann werfen wir noch abschließend einen Blick auf den Gasmarkt.
hier abgebildet einmal die Kalenderjahrprodukte und daneben die grüne Linie, das ist der Spotpreis. Da sehen wir, dass es doch in der letzten Zeit deutliche Preissteigerungen gab, was also jetzt auch mit den doch langsam winterlichen Temperaturen zu tun hat. Die Nachfrage ist in Deutschland und auch in den Nachbarländern zuletzt doch deutlich angestiegen. Das hat die Preise nach oben bewegt und daneben ist es auch so, dass wir im Moment nur wenig LNG nach Europa bekommen. Auch die Nachfrage aus dem Ausland, von der britischen Insel, von den Holländern, die haben Probleme in Holland mit dem Gasfeld Groningen. In Großbritannien ist es der große Gasspeicher Raff, der den Briten etwas Probleme bereitet. Und das führt dazu, dass also auch in Deutschland Gas nachgefragt wird. Und das hat die Preise hier nach oben bewegt. Davon profitiert auch das lange Ende. Allerdings spielt auch der Ölpreis ein bisschen eine Rolle, der sich zuletzt so im Bereich zwischen 60 und 65 Dollar bewegt hat. Und da erwarten wir auch in der kürzeren Frist, dass sich also wenig ändert, sodass also hier auch der Ausblick beim Gas ist, dass die Preise sich bei den Kalenderjahrprodukten seitwärts vielleicht auch noch ein bisschen nach oben bewegen können in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Ja, das war es jetzt wieder in aller Kürze von unserem Marktblitz. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.